Mit Toni Söderholm als neuem Bundestrainer in der Mitte schreitet das Führungstrio des Deutschen Eishockeybundes zur Präsentation. Zu seiner Vorstellung wird er begleitet vom DEB-Sportdirektor und Präsidenten. Für Toni Söderholm beginnt im Münchner Olympiapark ein neuer Karriereabschnitt. Stolz bin ich, dass ich die Verantwortung kriege. Und ich bin dankbar auch, dass ich die Anfrage bekommen habe. Es wird eine spannende Reise. Auf alle Fälle bin ich hundertprozentig aufgeregt. Kann ich kaum warten, dass es losgeht. Es ist eine gewaltige Aufgabe, die Toni Söderholm als Bundestrainer übernimmt. Sein Vorgänger Marco Sturm gewann mit der Nationalmannschaft olympisches Silber und sorgte somit für den bisher größten internationalen Erfolg einer deutschen Mannschaft. Ich habe nie als Spieler oder als Trainer, ich will mich nicht mit anderen vergleichen. Ich mache meine Arbeit. Und das Wichtigste, was ich glaube, dass die deutschen Spieler unter Marco bekommen haben, ist, dass jetzt haben die ein Erfolgsgefühl gehabt. Und die wissen jetzt, warum die überhaupt trainieren. Wie schön das ist, wenn man erfolgreich spielt. Ich glaube, das ist einfach nur ein Sprungbrett, dass wir können gutes Eishockey liefern. Toni kennt das System, er ist dabei, er kennt das internationale Eishockey, er ist prädestiniert für Weltmeisterschaften, für das internationale Eishockey, für internationale Spieler. Und da bin ich wirklich glücklich auch und stolz, neben ihm sitzen zu dürfen und das zu verkünden. Das ist toll. In München ist der heute 40 Jahre alte Toni Söderholm wahrlich kein Unbekannter. Der Finne gehörte zur Meistermannschaft 2016, arbeitete danach im Trainerteam der Münchner, bevor er Cheftrainer des SC Rissersee wurde. International spielte Söderholm bei 3 Weltmeisterschaften, wurde Vizeweltmeister mit Finnland. Als Co-Trainer der deutschen U20 stieg er in die Top-Division auf. Die Lücke zwischen U20 und der Nationalmannschaft, das ist groß, das ist ein großer Sprung und wir müssen das verkürzen. Und wir müssen den Spielern die Möglichkeit geben, dass die schaffen das so schnell wie möglich, dass auf eine Fast-Track kommt mehr und mehr Spielern. Erste große sportliche Herausforderung ist die Weltmeisterschaft im Mai 2019 in der Slowakei. Für die deutsche Mannschaft geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Die große Aufgabe der Nationalmannschaft, diesen Weg zu beschreiten. Und das liegt ja jetzt schon, kann ja jetzt schon bei der Weltmeisterschaft passieren in Bratislava. Wir werden es sehen, was dabei rauskommt. Wir müssen ja bekanntlich nach der WM in Bratislava unter den ersten 8 in der Weltrangliste sein. Wie die mit meinen alten Trainern, die haben alle einen Stempel auf mich gesetzt und ich will meinen eigenen Stempel auf das deutsche Eishockey setzen. Der Vertrag von Toni Söderholm gilt zunächst für 3 Jahre. Er wird seine Arbeit an den Erfolgen des Jahres 2018 messen lassen müssen.